Ja, mein Name ist Bernhard Dusch, ich bin Leiter der Polizeiinspektion Bad Reichenhall seit letzten August. Genau, wir führen jetzt heute da Schwerpunktkontrolle, Geschwindigkeit und Schulwegüberwachung durch. Herr Dusch, Bad Reichenhall hat in den letzten Jahren zwar nicht sehr viele, aber immer wieder Schulwegunfälle gehabt, hat hier auf der Stelle, wo wir jetzt gerade stehen, immer sehr viele, sehr schwere Unfälle auch gehabt, sogar mit Todesfolge und so weiter. Auf welchen Schwerpunkt legt ihr heute implizit den Wert? Also wir legen heute drei Schwerpunkte. Der erste ist die Geschwindigkeitsüberwachung an Unfallhäufungspunkten. Wie Sie richtig gesagt haben, ist die Thumsee-Strecke eine Strecke, an der sehr viele Unfälle passieren, auch aufgrund Geschwindigkeit. Das zweite ist die Schulwegüberwachung im Allgemeinen, was jetzt an dieser Örtlichkeit nicht explizit Bushaltestelle für den Schulbusverkehr ist, aber wir führen das ja an anderen Stellen auch durch. Und das dritte ist das Verhalten an Bushaltestellen. Da ist jetzt auch hier an der Einmündung eine Bushaltestelle, die wir da mit überwachen. Jetzt ist ja leider Oberbayern Süd, Präsidium Oberbayern Süd, hat ja leider dieses Jahr einen richtig tragischen Lauf an schweren Schulwegunfällen. Drei Schulkinder sind bei 11 Unfällen bereits verstorben. Viele Kinder sehr schwer verletzt worden. Das belastet einen als Polizeibeamten auch einen, oder? Es ist natürlich die Sicherheit von den Kindern und da auch auf dem Schulweg jedem am Herzen. Wir sind ja auch Familien, Väter und Mütter bei uns und wir wissen natürlich auch um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg und das ist uns natürlich ein großes Anliegen. Bei uns im Bereich ist Gott sei Dank kein schwerer oder tödlicher Schulwegunfall passiert die letzten Jahre. Aber wir wollen das natürlich auch vermeiden und wollen heute auch damit beitragen, dass das nicht passiert. Wie müssen sich Autofahrer verhalten beim Schulbus? Der fährt mit Warnblinker an eine Bushaltestelle ran. Was muss er unbedingt tun in beide Fahrtrichtungen? Wenn ein Bus an eine Bushaltestelle ranfährt und die Warnblinkanlage einschaltet, dann ist in erster Linie mal für den nachfolgenden Verkehr Überholverbot. Also der darf den Bus nicht überholen. Wenn der Bus dann in der Bushaltestelle steht mit Warnblinkanlage, dann darf man nur mit Schrittgeschwindigkeit daran vorbeifahren und das in beiden Fahrtrichtungen. Also auch wenn an der gegenüberliegenden Seite der Bus in der Haltestelle steht mit Warnblinkanlage, darf man nur in Schrittgeschwindigkeit daran vorbeifahren. Da fühlen sich halt viele Autofahrer dann genötigt, wenn einer plötzlich auf einer Bundesstraße auf der Gegenspur Schrittgeschwindigkeit macht. Das provoziert viele Autofahrer aus Unwissenheit, oder? Wir gehen davon aus, dass das zum größten Teil Unwissenheit ist bei den Verkehrsteilnehmern. Und das ist ja mit dem heute das Ziel, dass man das Thema Verhalten an der Bushaltestelle mehr in den Fokus rückt und die Leute aufklärt, wie sie sich zu verhalten haben. Für Sie als Dienststellenleiter ist bis jetzt seit Ihrer Übernahme relativ ruhig, verkehrsunfallmäßig, geschwindigkeitsmäßig. Oder habt ihr besondere Ausreißer in den letzten Monaten gehabt? Na, wir hatten eben auch Geschwindigkeitsunfälle, auch an dieser Strecke. Aber es waren jetzt Gott sei Dank keine tödlichen Verkehrsunfälle zu beklagen. Und das wollen wir so beibehalten, wie wir das bewerkstelligen können. Aber der Porsche, der hätte glaube ich schon ein bisschen Gas genommen. Das dritte ist natürlich vom Wetter her das Ganze. Vierer, nein? Mein Name ist Wolfgang Zelger, ich wohne im Mondsee und fahre gerade nach Zell am Zell am See. Also Richtung Zell am See? Zell am See, ja. Gut. Stellst du Fragen oder soll ich? Leg einfach mal los und dann schauen wir. Sie sind jetzt kontrolliert worden. Ja. Bei einer Kontrollstelle, waren leider zu schnell. Ja. Gott sei Dank nicht zu viel, es waren gerade 16, aber es war eher eine Unachtsamkeit, dass ich halt gerade im Gedanken war, schon beim Fahren. Und ganz ehrlich, es war nicht in Ordnung. Ich habe damit kein Problem, insofern, dass der Polizist nett war und gesagt hat, okay, kostet halt und mit dem muss ich rechnen. Es war nicht in Ordnung, muss ich auch dazu sagen. Ja. Normal versuche ich immer, die Geschwindigkeiten einzuhalten. Manchmal bin ich ein bisschen schnell, das muss ich schon sagen. Und wie fühlt man sich dann? Also was für ein Gefühl hat man, wenn man plötzlich wenn die Kelle sieht? Ja, wenn ich die Kelle sehe, ich sage, oh weh, jetzt hat es mich erwischt. Wortwörtlich das, was ich fühle. Ja. Es ist schon so, dass ich sage, wenn mehr kontrolliert wird, wird man wahrscheinlich genauer uns einhalten. Also im Großen und Ganzen, ja, glaube ich, dass ich ganz in Ordnung fahre.
Der Beamte hat sich ja auch aufgeklärt, ja, warum die Aktion heute ist. Ja. Gerade Bushaltestellen, ja, Schulwegunfälle. Genau. Oberbayern, ja, hat sehr, ja, viele tragische Unfälle in der, ja, letzten Zeit gehabt. Was zum Beispiel ist, was immer sehr wichtig ist, wenn ich irgendjemand stehen sehe oder gehen sehe oder Kinder, da bremse ich extrem ab, auch auf normalen Straßen. Das ist ja Eigenart von mir, da bei Ortschaften fahre ich normalerweise nie zu schnell. Was denkt man sich, wenn man dann in den Medien erfährt, es hat schon wieder einen schweren Unfall gegeben, wie jetzt, ja, vor kurzem mit zwei toten Kindern? Ja, ich muss ehrlich sagen, was mich manchmal wundert, dass manche Leute in die Ortschaften wirklich zu schnell fahren. Und Ortschaften ist etwas, wo ich extrem aufpasse. Ich will mich jetzt nicht gut hinstellen, es ist ja so. Haben Sie schon mal einen Unfall gehabt? Mit Leuten, nein. Unfälle schon, ja, weil ich fahre jetzt ungefähr, ich bin 73 alt, ich fahre also schon eine gute 50 Jahre, länger sogar. Und ja, eigentlich einen schweren Unfall habe ich nie gehabt. So eine Karambolage habe ich schon gehabt. Also eine kleine Lehrstunde für Sie war es heute trotzdem, oder? Ja, natürlich. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Aktion gut. Ja. Entschuldigung, wenn ich es so sage, so wieder erwischt. Und das ist in Ordnung. Ich reg mich auch nicht auf drüber. Im Gegenteil, ich habe gesagt, das war so und das tut mir leid und das war's. Ja, dann sage ich danke.